Frau Malakoff, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Ich muss Sie zunächst belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Vorsorglich belehre ich Sie auch, 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Oksana Malakoff, Sie sind 25 Jahre alt, Sie wohnen in Essen, Sie sind ledig, Reinigungskraft. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten? Nein, ich putze nur einmal die Woche bei ihm die Wohnung und auch jetzt, wo er im Gefängnis ist. Aber nur ganz kurz, gibt es ja nicht so viel zu putzen, wenn keiner da ist. Wir kennen uns auch durch Frau Leppler. Ja. Es geht ja heute darum zu klären, ob der Angeklagte am 16. Mai abends versucht hat, seine Geschäftspartnerin, die Frau Leppler, zu töten, indem er sie in der Sauna eingesperrt hat. Sie haben an diesem 16. Mai auch beim Angeklagten geputzt, ist das richtig? Ja, ja, das stimmt. Ich bin gegen 6 bin ich zu ihm dann gefahren. Ich sollte die Wohnung gründlich sauber machen. Und dann ist er ja dann so gegen 7 war er zu Hause aus der Welchen Firma. Eindruck hat er auf Sie gemacht an dem Abend? Er war total angespannt, sein Gesicht war rot und seine Stimme hat auch total gezittert. Und er hat mir dann auch erzählt, wegen dem Streit, ganz böse Dinge hat er anscheinend Frau Leppler in den Kopf geworfen. Es war ihm auch sehr peinlich. Und er wollte ja auch der Nacht dann zu Frau Leppler nach Hause fahren und sich noch bei ihr entschuldigen. Waren Sie denn noch beim Angeklagten, als er wieder zu Frau Leppler gefahren ist? Ja, ja, er ist dann um 8:55 ist er dann rausgefahren und direkt danach bin ich auch zu meinem Pilateskurs gegangen. Der ist gleich um die Ecke dort. Ja, aber dann kann mein Mandant ja gar nicht der Täter gewesen sein. Stellen Sie sich vor, um 20.35 Uhr fährt mein Mandant von zu Hause los. Um 20.40 Uhr will Frau Schubert schon Frau Leppler gerettet haben, also nur 5 Minuten später. Das ist zeitlich gar nicht möglich, weil vom Haus meines Mandanten zum Haus von Frau Leppler braucht man mindestens 15 Minuten. Wissen Sie, für dieses Phänomen habe ich eine ganz einfache Erklärung. Die Zeugin lügt hier für den Angeklagten. Nein, ich lüge nicht. Ich habe mit einem Nachbarn gesprochen, Nachbar des Angeklagten. Der hatte Sie bei dem Angeklagten zu Hause angetroffen, als er mal kurz vorbeigeschaut hatte. 2 Monate vor der Tat. 2 Monate? 2 Monate vor der Tat. Ja. Also bevor Sie, Frau Leppler, auf gut Deutsch die Zeugin dem Angeklagten vorgestellt hatten. Was sagen Sie dazu? Ja, Herr Gölzow, wie gesagt, kannte ich ja von Frau Leppler. Und ich habe mich mal bei ihm vorgestellt. Aber zu diesem Zeitpunkt hat er halt keine Putzhilfe gebraucht. Ja, aber wieso habt ihr dann so getan, als ob ihr euch nicht kennt, als ich euch vorstellen wollte? Ja. Tja, ja, weil ich davon ausgehe, dass Frau Malakoff und der Angeklagte sich recht gut kennen, sehr gut sogar kennen und im Zweifel kannten die sich schon längst, als Sie Frau Malakoff kennengelernt haben. Nein, das ist wirklich ein Quatsch. Also, sowas vielleicht würde lügen ich nicht Sie hier für Ihren Arbeitgeber einfach aus falsch verstandener Loyalität. Es geht hier um Mord, da würde ich doch nicht lügen. Wissen Sie, man könnte ein schlechtes Gewissen bekommen, aber Geld hat schon manch ein schlechtes Gewissen sehr angemessen kompensiert. Ja, das ist doch an den Haaren herbeigezogen. Was soll denn diese unmögliche Anschuldigung? Frau Malakoff, ich hatte Sie doch gesehen bei der Polizei in Vernehmung. Ne? Da kamen Sie mit Ihrem Auto oder mit Ihrer Karre, wenn ich das mal so sagen darf, vorbeigefahren. Ne? Das war ein alter Golf. Kenne ich deswegen, weil zur Studentenzeit irgendwie alle so einen Golf gefahren hatten, außer ich. Ja? Stimmt ja, doch, oder? Ja, und? Jetzt habe ich Sie wieder getroffen. In der Tiefgarage, wissen Sie auch noch. Das war kein Golf. Ja. War so ein Mittelklassewagen, ein sehr vernünftiger, nagelneuer. Ich tippe mal so auf 15.000 Euro oder mehr Neuwert. Ja. Woher das viele Geld? Ja, ich habe es mir halt, ich habe diese Abwrackprämie genutzt und dann über die Jahre einfach zusammengespart den Rest. Jetzt Moment mal, das ist ja überprüft worden im Rahmen der Ermittlungen. Und dann ist auch festgestellt worden, dass Sie die letzten 12 Monate nie mehr als 1.000 Euro auf Ihrem Konto hatten. Ja. Ja, verdienen ja, Sie so... Ja, das bitte, lassen Sie mal aus. Über 11.000 hatte ich zu Hause bar einfach liegen. Banken kann man ja zurzeit nicht vertrauen. Mhm. Also... Ja, ja, aber Ihnen soll ich vertrauen, oder was? Mhm. Ja. Verdient man so viel jetzt als Putzhilfe, ja? So viel, dass man mal eben so einen Mittelklassewagen dann noch so nebenbei finanziert, ja, Frau Malakoff? Ja, schon, über die Jahre eben. Hören Sie, ich lüge hier für keinen. Ich sage doch nur das, was am Abend geschehen ist und was ich mitbekommen habe. Und... Herr Gölzow ist 8:55 zu Hause losgefahren. Eine Frage habe ich noch. Wann haben Sie zuletzt vor der Tat bei Frau Leppler geputzt? Einen Tag davor. Haben Sie auch die Sauna geputzt? Ja. Auch den Türgriff? Das weiß ich nicht mehr so genau. Weitere Fragen? Vielen Dank, keine. Dann dürfen Sie den Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Der Zeuge ist Sven Schubert, bitte. Herr Schubert, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz.
Auch sie muss sich belehren, dass sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Das ist schon klar, oder? Ja. Dass sie sich sonst strafbar machen würden. 55 StPO. Ich belehre sie allerdings auch, dass sie auf Fragen nicht antworten müssen, wenn sie sich selbst oder Angehörige belasten könnten. Sie heißen Sven Schubert, 26 Jahre alt. Sie wohnen in Essen. Sie sind verheirateter Fliesenleger, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nein, ich habe ihn ein paar Mal bei Renate, also bei Frau Leppler, zu Hause gesehen, als ich ihr Badezimmer gefliest habe. Sie wissen, ihm wird vorgeworfen, er soll am 16. Mai seine Geschäftspartnerin, die Frau Leppler, in die Sauna eingesperrt haben, um sie zu töten. Ja, ich weiß. Erzählen Sie uns doch mal, was Sie so an dem Tattag gemacht haben. Okay, am Nachmittag hatte ich zuerst noch bei einem Kunden zu tun. Und danach wollte ich eigentlich zu Renate fahren, um mich einmal ernsthaft mit ihr zu unterhalten. Und was war der Grund für dieses ernsthafte Gespräch? Es ging da so um eine Sache, einem Liebesangebot. Kannst ruhig alles erzählen, Sven, weiß sowieso jeder hier schon Bescheid. Ich weiß auch nicht so recht, was ich davon halten soll. Einerseits denke ich, dass Renate echt zu weit gegangen ist damit. Und andererseits? Andererseits haben wir uns bis dahin immer echt gut mit ihr verstanden. Dina und ich, wir sind super mit ihr zurechtgekommen. Und unser Sohn Tim, der hatte endlich eine Oma. Wie ist es denn überhaupt zu diesem intensiven Kontakt zwischen Ihnen, also Ihrer ganzen Familie, und der Frau Leppler gekommen? Als ich einmal bei Renate Fliesen gelegt habe, habe ich gefragt, ob ich früher weg kann, weil unser Tim hatte eine Theateraufführung im Kindergarten. Und Renate war total gerührt, als sie das gehört hat und hat gefragt, ob sie mit kann. Ja, und so haben wir uns angefreundet. Ja, ich war dann ja auch öfter bei den Schuberts zu Hause. Wir waren ja auch zusammen in Urlaub. Laut Ihrer polizeilichen Aussage hat der Angeklagte Ihnen in der Hinsicht mal so richtig die Meinung gesagt, ja. Richtig? Ja, das kann man so sagen. Einen Tag, bevor Renate in die Sauna eingesperrt wurde, habe ich ihr Blumen mitgebracht. Die waren aber nicht von mir. Ich sollte ihr die nur auf dem Weg zu ihr vom Händler mitnehmen. Und er war an dem Tag auch da. Und als ich ihr die Blumen gegeben habe, hat er das wohl irgendwie falsch verstanden. Wie kommen Sie darauf? Naja, Renate ist zur Toilette gegangen und dann ist er mir fast ins Gesicht gesprungen. Er hat mich gefragt, ob ich ihn verarschen will. Ich sollte meine Finger von ihrem Geld lassen und ich sollte aufhören, mich einzuschleimen. Denn das Geld würde sowieso alles ihm gehören und das würde er sich von keinem kaputt machen lassen. Das habe ich nie gesagt. Ich meine, das behaupten Sie doch nur, um Ihre eigene Haut zu retten. Ich sage nur mein lieber Sexangebot. Herr Schubert, Sie haben den Zettel mit dem unmoralischen Angebot doch gelesen. Ja. Wie gesagt, das war echt ein bisschen too much von Renate. Und genau deswegen wollte ich an dem Abend mit Renate auch reden, weil das so nicht geht. Nur als ich bei ihr zu Hause ankam, war das mit der Sauna ja schon passiert. Naja, also ich glaube ja auch nicht, dass der da bei dieser intimen Kuschelnacht mitmachen wollte. Als ich bei Frau Leppler geputzt habe, hat er die ganze Zeit von seiner Frau geschwärmt. Und er wollte doch nur das Geld von Frau Leppler. Genau das war das Angebot. Eine intime Kuschelnacht, oder? Frau Leppler, so haben Sie es doch gerade gesagt vorhin. Das stand genau auf dem Zettel. Ja. Frau Malakow, wissen Sie, was ich für ein Problem habe? Sie waren noch gar nicht hier im Sitzungssaal vorhin, als die Frau Schubert uns das erzählt hat. Deswegen belehre ich es jetzt noch mal, 55 StPO. Sie müssen hier sich selbst nicht belasten, aber die Wahrheit sagen. Ups. Woher wissen Sie denn das dann? Oksana. Wussten Sie von dem Zettel? Ja, es ist halt, einen Tag davor, da habe ich bei Frau Leppler im Arbeitszimmer geputzt und auf dem Tisch, da lag dann dieser Zettel und so neugierig, wie ich halt bin, es tut mir wirklich sehr leid, Frau Leppler, wirklich. Oksana, ich weiß, dass du auch immer mein Arbeitszimmer putzt, aber dieser Zettel, der lag da 100% nicht einfach so rum, dafür war mir die Angelegenheit viel zu diskret. Wo hatten Sie den Zettel hingelegt? Ja, in der Schreibtischschublade zusammen mit dem Geld in dem Umschlag. Vielleicht haben Sie sich nicht nur den Staub von Frau Leppler unter die Lupe genommen, sondern auch gleich Ihre Privatangelegenheiten. Nein. Wenn Sie den Zettel gelesen haben, dann wussten Sie von den 20.000 Euro. Und auch für wen die bestimmt waren. Und damit haben Sie ein Motiv, die Tat zu begehen. Und Gelegenheit hatten Sie auch. Als Putzfrau hatten Sie nämlich einen Zweitschlüssel. Oksana, habe ich mich wirklich so in dir getäuscht? Hast du mich für die 20.000 Euro wirklich in der Sauna eingesperrt? Wir können das auch gerne überprüfen, Frau Malakow, bei Ihrem Autohändler. Und wenn sich dann herausstellt, dass Sie das Auto einen Tag nach der Tat oder kurz danach erworben haben und auch noch bar bezahlt haben, dann wäre das schon ein sehr komischer Zufall. Hören Sie, ich habe doch nichts getan.
Ich war's doch nicht. Warum drucksen Sie dann so herum? Weil ich eben Angst habe. Vor wem haben Sie Angst? Vor ihm. Oksana! Bitte schön, jetzt sind Sie mal still. Moment mal. Vor dem Angeklagten haben Sie Angst. Was haben Sie denn mit dem Angeklagten zu tun? Gut, also er hat mir 20.000 Euro dafür gegeben, dass ich hier sage, dass er erst später von zu Hause weggefahren ist. Also hallo, Entschuldigung, ich meine, die Frau fantasiert doch. Nein. Die will doch nur ihre eigene Haut retten. Nein. Jetzt muss ich schon fragen, kennen Sie den Herrn Gülzow doch schon länger, als Sie vorhin gesagt haben? Ja, als Frau Leppler den Schuberts Nähe gekommen ist, da hatte der Angeklagte gemeint, ich soll zu ihr gehen und mich als Putzhilfe bei ihr vorstellen. Was? Ja, und zu diesem Zeitpunkt haben Sie auch eine gebraucht. Ja, arbeiten Sie sonst auch als Putzfrau? Ja, wir haben uns auch so kennengelernt. Er war bei einem Kunden von ihm zu Hause und ich habe dort sauber gemacht. Ja, aber dann habt ihr mir ja doch was vorgemacht und kanntet euch schon. Ja, ja, und wie sah dann Herr Gülzows Auftrag an Sie genau aus? Ich sollte die Renate beobachten und in ihren Sachen durchwühlen. Herr Gülzow hat sich wirklich Angst gehabt, dass der Testament bereits geändert worden ist. Das denkt die sich doch nur aus! Ja, und dann einen Tag vor dieser Tat da mit der Sauna, da habe ich eben diesen Zettel mit diesem Kuschelnachtangebot gefunden. Und das war in der gleichen Schublade wie der Testament. In dem stand aber auch, dass der Begünstigte immer noch der Angeklagte sei. Und was war mit dem Bargeld? Ja, das war auch drinnen. Das war in so einem weißen Umschlag und am selben Abend noch habe ich ihm alles noch erzählt. Haben Sie noch was von dem Geld? Oder wenn nicht, oder haben Sie den Umschlag wenigstens noch? Nein, das hätte aber sowieso nichts genutzt. Der Umschlag, der in der Schublade, der war weiß. Und was ich bekommen habe, der war grün. Diese Frau fantasiert, die spinnt sich das alles zusammen. Das entspricht doch überhaupt nicht der Realität. Nee, Moment mal. Tatsächlich habe ich das Geld, bevor ich in die Sauna bin, habe ich das... Das war schon in einem Umschlag, in einem weißen. Und diesen weißen Umschlag, den brauchte ich für einen neutralen Brief. Deshalb habe ich die Umschläge gewechselt und das Geld war im Endeffekt in einem grünen Umschlag. Das weiß ich ganz genau. Jetzt nochmal genau, Frau Maluko. Am Tatabend waren Sie da beim Angeklagten, haben Sie bei ihm geputzt? Ja. Und wann ist er tatsächlich von zu Hause wieder aufgebrochen? Bereits um 7:45. Und nochmal, was ist mit dem Saunatürgel von Frau Leppler? Das habe ich, wie auch alles andere, sehr gründlich geputzt mit dem Essigreiniger. Wann? Einen Tag davor. Johann Kemmer Gölzow ist also bei der Tat und nicht irgendwann davor oder danach an den Saunagriff gekommen. Das können wir so festhalten, das oder? Das ist doch eine Verschwörung! Diese Schuberts haben die Putzfrau gekauft! Ich hab damit nichts zu tun! Ich habe Renate nichts angetan! Noch jemand voran? Keine, an Herrn Schubert Dank. Oder an die Frau Malakow? Keine. Herr Schubert, dann bleiben Sie unvereidigt. Die Frau Malakow bleibt ebenfalls unvereidigt. Die Frau Leppler bleibt auch weiterhin unvereidigt. Sie können bei Ihrer Ehefrau da hinten Platz Danke. Nehmen. Wir haben noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister. Der kommt zur Verlesung. Keine Eintragung, also bisher nicht vorbestraft. Werden noch weitere Anträge gestellt? Keine. Weitere Erklärungen abgegeben? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Bundesgericht, Frau Verteidigerin, um es mal vielleicht klarzustellen, das ist keine Verschwörung, wie Sie eben gesagt haben, Herr Gölzow, das ist das Ergebnis von sauberer Ermittlungsarbeit, die sogar Ihren schmutzigen Tricks und Mauscheleien problemlos standhält. Da ist die Creme am Griff der Sauna und die Creme ist zur Tatzeit da dran gekommen. Ihr Alibi ist futsch und wir wissen jetzt auch, warum Frau Malakow so schön gelogen hatte, weil 20.000 Euro einfach zu verlockend waren. Alles wie angeklagt und damit versuchter Mord. Gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Diebstahl. Jetzt frage ich Sie, Herr Gölzow, wo liegt der Unterschied Ihres Tatbeitrags zu dem eines Mörders? Ich sage es Ihnen, da gibt es keinen Unterschied. Sie hatten aus Ihrer Sicht alles Erforderliche getan, damit Frau Leppler mit Verlaub jämmerlich krepieren würde. Deswegen beantrage ich den Angeklagten, gleich einem Mörder zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ja, ich bin nach wie vor nicht von der Schuld meines Mandanten überzeugt. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Hier haben zu viele Personen ein Tatmotiv und auch zu viele Personen die Gelegenheit, diese Tat begangen zu haben. Nicht zuletzt Sie, Frau Malakow. Sie haben bislang meinem Mandanten noch ein Alibi gegeben. Und dann
Als der Tatverdacht sich gegen Sie gerichtet hat, da haben Sie plötzlich Ihr Aussageverhalten geändert. Das ist schon etwas merkwürdig. Und da ist es doch ein leichtes, den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und meinen Mandanten als den Bestecher hinzustellen. Ich kann nicht ausschließen, ob nicht Sie die wahre Täterin sind. Und aufgrund dieser Zweifel beantrage ich für meinen Mandanten Freispruch. Dankeschön, Frau Verteidigerin. Herr Gölzer, Sie haben nun die Anträge gehört. Sie können sich selbst auch noch verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Wie ich schon gesagt habe, das ist eine Verschwörung. Man versucht mir hier irgendwas anzuhängen. Ich habe Renate nichts getan. Und wenn Sie mich nicht freisprechen, dann werden Sie Ihr blaues Wunder erleben. Das Urteil wird verkündet nach der Beratung der Kammer. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Markus Gölzer ist schuldig des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und mit Diebstahl. Paragraphen 211, 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 3 und 5, 239 Absatz 1, 242 Absatz 1, 22, 23 und 52 Strafgesetzbuch. Wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Es geht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Essen vom 17. Mai 2009 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Also, solch eine wenig dezente Drohung, wenn Sie mich verurteilen, können Sie Ihr blaues Wunder erleben. Die macht eigentlich bei Gericht keinen guten Eindruck. Aber sie hat keine Rolle bei unserer Entscheidung gespielt. Wir sind schlicht und einfach überzeugt davon, dass Sie der Täter sind, dass Sie, Frau Leppler, in ihre Sauna gesperrt haben, um sie zu töten. Und das alles hier war auch ganz sicher kein Komplott gegen sie. Das ergibt sich doch bereits daraus, dass die Frau Malakow erst dann hier erzählt hat, wie alles war, als wir sie in die Enge getrieben haben, als sie sich nämlich verplappert hat, was diese intime Kuschelnacht betrifft. Und deswegen ist sie uneingeschränkt glaubwürdig, wie übrigens die anderen Zeugen auch. Und sie sagt nun, 20.15 Uhr waren sie schon weg. Das entspricht ja dem, was die Frau Schubert hier gesagt hat, dass sie nämlich um 20.40 Uhr ihr Auto, als sie ankam, schon vor dem Haus gesehen hat. Die Frau Schubert übrigens, sie könnte eigentlich nur dann Grund haben zu lügen, wenn sie selber die Täterin wäre. Aber das scheidet ja wohl aus. Sie hatte immerhin die Frau Leppler gerettet. Ja. Und die Frau Schubert hat auch gehört, dass sie ganz leise die Tür zugemacht haben und dann wieder laut aufgemacht haben. Aber macht jemand sowas, weil er den Eindruck erwecken will, er wäre gerade erst gekommen. Es passt alles zusammen, auch die Geschichte mit dem Geld, das am Ende die Frau Malakow hatte. Und vor allem, ganz wichtig für uns, diese feinsten Spuren von Creme, wenn man sich die Hände nämlich eingecremt hat, ja, dann hinterlässt man eventuell Spuren auf Gegenständen. Und da waren ihre Spuren drauf und genauso auf dieser Liege. Am Tag vorher hatte aber die Frau Malakow das alles wunderbar gereinigt. Es passt alles zusammen und es passt natürlich auch zum Motiv. Sie hatten Angst, dass die Frau Leppler zum einen die Firma verkaufen würde, zum anderen sie aus dem Testament streichen würde. Und dem wollten sie zuvorkommen. Das ist ein versuchter Mord. Wir haben trotzdem keine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt. Bei dem Versuch kann ja die Strafe gemildert werden. Obwohl sie die Tat genau geplant haben, obwohl sie hier massiv kriminelle Energie entwickelt haben, in erster Linie deshalb, weil ja keinerlei wirklich schwerwiegende Verletzungen entstanden sind. Sie hatten Kreislaufkollaps, der ist wohl eher der ganzen Aufregung geschuldet, denke ich, als der Tat selbst. Und deshalb kommen wir hier zum Ergebnis, dass eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren Tat und Schuld angemessen ist. Wenn Sie allerdings meinen, dass wir aufgrund dieses Urteils hier noch unser blaues Wunder erleben sollten, dann überlassen Sie das doch bitte dem Bundesgerichtshof. Bei dem können Sie nämlich Revision innerhalb einer Woche einlegen. Und damit ist die Hauptverhandlung geschlossen. Oksana Malakow wurde wegen versuchter Strafvereitelung und Hehlerei zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten mit Bewährung verurteilt.